recht herzliches Grüß Gott. Es freut mich, dass Sie sich für unsere Pfarre und für unsere Pfarrkirche Obergrafendorf interessieren. Ich bin der Pfarrer Emeka Emakaroha, komme aus Nigeria und bin seit 2011 Pfarrer von Obergrafendorf und Weinburg. Unsere Kirche in Obergrafendorf, eine gotische Kirche, ist geweiht zum heiligen Josef. Und der ehemalige Pfarrer von Obergrafendorf heißt auch Josef, Monsignore Josef Beham. Ein Messner von Obergrafendorf, der Hans Stiefson, macht die beste Kirchenführung. Er ist da aufgewachsen und kennt sich überall aus. Und da möchte ich ihm recht herzlich einladen, dass er euch jetzt eine kurze Führung von unserer Pfarrkirche Obergrafendorf macht. Viel Spaß und alles Gute. Danke. Bevor wir jetzt mit der Kirchenführung beginnen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Hans Stiefson, ich bin einer von den Mesner hier in der Pfarrkirche Obergrafendorf. Der älteste Teil unserer Pfarrkirche ist die Sakristei. Sie wurde als Kapelle erbaut und in 1222 erstmals urkundlich erwähnt. Der erste Pfarrer von Grafendorf, wie der Ort ursprünglich geheißen hat, war Pfarrer Hugo, der kam 1283 nach Grafendorf. Bereits 1365 wurde mit dem Bau der jetzigen Pfarrkirche begonnen und nahm mit dem Turmbau 1545 ihren Abschluss. Der Hochaltar aus rotem Dürnitzer Marmor wurde 1725 aus dem Karmeliterkloster und als Schenkung 1785 der Kirche Grafendorf übergeben. Das Hochaltarbild stammt von Daniel Gran. Es stellt den heiligen Josef mit dem Kind dar. Und seit dieser Zeit ist auch die Kirche und die Pfarre den heiligen Josef geweiht. Über den Tabernakel haben wir die heilige Anna auf der rechten Seite und den heiligen Joachim auf der linke Seite. Die Bischöfe über den Durchgangsbogen sind der heilige Augustinus und der heilige Nikolaus. Die Bilder rechts und links stellen den barmherzigen Vater dar, der was seinen Sohn, der gesündigt hat, wieder aufgenommen hat. Und auf der Seite haben wir den barmherzigen Samariter. Das sind alles Gleichnisse von Jesus. In der Kirche ist das auch angeführt. Das Kreuz Jesu. Jesus in der Schoß Mariens. Und beim Marienaltar das heilige Grab. Der erste Volksaltar in unserer Kirche wurde 1964 errichtet nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Vorher wurde ja jede Messe am Hochaltar in lateinischer Sprache zelebriert. Wir kommen jetzt in den Kirchenraum. Vorne ist der erste Heilige, der heilige Florian, der heilige Johannes der Täufer, der heilige Stephanus, der heilige Johannes von Nepomuk, der heilige Leopold, Schutzpatron von Niederösterreich und der heilige Sebastian. Wenn wir jetzt zu den Seiten an deren, der Herr Jesu-Altar mit den Heiligen, der heilige Rochus und der heilige Dominikus. Die Grabsteine vom Grabmillern stammen alle von den Herrschaften des Schlosses Friedau. Man sieht hier die Zinnen. Das sind die Adelgeschlechter Zinnendorfer und bei anderen sieht man wieder Adelsgeschlechter von den Sackinger. Der Marienaltar war einst eine Kapelle, wurde aber dann 1988 bei der Innenrenovierung aufgemacht
Und die Kirche wurde dadurch vergrößert. Und unter dem Seitenaltar befindet sich das heilige Grab mit Jesus. Hier sieht man wieder die typischen Sennendorfer und die Zackinger. Der Taufstein, den wir da haben, der Taufbecken, ist ein Geschenk aus der Kirche von Wilhelm Kirchen und wurde 1733 hier aufgestellt. Beim Rippengewölbe haben wir gesagt, sieht man typisch die Zacken, das ist die Zackinger. Und hier sind wieder die Sinnendorfer, die Zinnen. Hier haben wir auch die Sinnenzinnen, die Quadersteine und die Zackinger verewigt. Im Rippengewölbe haben wir oben zwei Scheinwerfer. Diese Scheinwerfer waren mit einem Blech zugemacht und da war die Malerei vom Heiligen Geist oben. Der Heilige Geist in Form einer weißen Taube. Und dieser Heilige Geist, das werden wir dann in Kirchendachstuhl, wo wir dann besichtigen werden, werden wir dann das weiter sehen. 1738 bis 1756 führte Pfarrer Aquilin Hacker eine gründliche Renovierung durch. Fenster wurden eingesetzt, der Triumphbogen wurde wesentlich erhöht. Er war früher kleiner, weil wir keine Fuchsel, aber man kann Altar nicht gehabt haben. Und der Turm wurde auf seine Höhe von 36 Meter erhöht. Der jetzige Pfarrer, Magister Dr. Emil Hohr, ist bereits der 35. Pfarrer unserer Pfarrgemeinde. Und jetzt gehen wir einmal hier hoch. Das war die erste elektrische Oil-Luftgebläse. Ganz früher, seit 1956, wurde der Strom in die Kirche eingeleitet. Und früher musste entweder der Mesner oder die Ministranten den Blasbalken für die Oil treten. Dann kam so ein Gebläse, der war aber viel zu laut. Und jetzt gibt es eine ganz leise Gebläse, das direkt in Blasbalken der Orgel eingebaut ist und der kaum zu hören ist. Hier gingen die Seile durch in die Kirche und unten konnte man die Glocken betätigen. Es sind vier Glocken, also jetzt geht natürlich alles elektrisch, auch die Uhr. Das werden wir dann ein Stockwerk höher sehen. Wenn wir dann ein Stockwerk umschauen, sehen wir Öffnungen. Auch hier war eine Öffnung. Und das da war das Gewicht von der Uhr, weil die Uhr wurde ja jeden zweiten Tag, musste der Mesner mit einer Kurbel das Uhrgewicht wieder aufziehen und dann, dass die Uhr wieder betätigt worden ist. Aber das sehen wir dann ein Stockwerk höher. Und das sind die Gewichter. Es waren ursprünglich zwei Gewichter, aber leider ist das zweite abhanden gekommen oder wie auch immer. Hier war auch wieder eine Kette und war auch ein Gewicht. Und natürlich, wie schon gesagt, der Mesner musste jeden Tag, beziehungsweise jeden zweiten Tag, die Gewichter wieder hinaufkurbeln und dann ging es ganz langsam, wie bei einem Wecker, ging es runter. Das Uhrgehäuse steht man dann um einen Stockwerk höher. Das sind die Überreste von der Uhr, von Uhrwerk. Hier war ein Werk
hier war ein Werk. Und ging dort mit einem Gestänge hinauf bis zur Uhr. Die Uhr funktionierte nicht durch eine Unruhe, sondern durch verstellbare Windflügel. Es waren aber bei Niederdruckwetter, bei Hochdruckwetter andere Luftverhältnisse. So ging die Uhr natürlich nicht immer genau. Aber das spielte keine Rolle. Der Mesner hat jeden zweiten Tag die Uhr aufgezogen und hat vorher geschaut, wo die Sonne steht. Und wenn die Sonne am höchsten gestanden ist, dann war es 12. So einfach ist das gegangen. Weil es hat nur eine Uhr gegeben und das war die Kirchturmuhr. Und die nächste Kirchturmuhr ist in St. Margarethen, da habe ich nicht hingesehen. St. Georgen hat man auch nicht gesehen und Markersdorf hat man auch nicht gesehen. Also hat man nur auf die eine Uhr schauen können und folgedessen hat das funktioniert. Ja? Und das ist nur leider der traurige Überrest von der alten Uhr. Die neue Uhr, wir können nicht bis zur Uhr, wir können nur bis zu Glocken. Die neue Uhr funktioniert elektronisch über Funk von Frankfurt aus und geht natürlich Sekunden genau. So, jetzt gehen wir wieder einen Schub höher. Jetzt den Glockenturm angekommen. Der Glockenstuhl von 1864. Alles in Eiche, mit sehr, sehr schweren Hölzern. Und er bewegt sich, der Glockenstuhl bewegt sich um 32 mm. Er muss sich um dieses bewegen, weil sonst könnte der Turm in sich zusammenbrechen. Die Glocken selbst. Die große Glocke, die wir hier sehen, hat ein Gewicht von 737 Kilo. Die zweite Glocke hat ein Gewicht von 350 Kilo. Die nächste Glocke 107 Kilo und die hier auch 107 Kilo. Mit diesen Magneten wurde die Stunde beziehungsweise die Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde geschlagen. Wie auch auf Schutzhütten haben wir auch im Turmbuch angelegt, wo sich jeder Besucher und Besucherin einschreiben kann. Da sind wir jetzt im Dachboden der Kirche. Sehenswert ist, der Dachboden stammt von 1545. Alles gehacktes Holz und noch in einwandfreiem Zustand. Wie schon gesagt, die Kirche musste zwischen 10 und 15 Jahren immer wieder die Dachziegel verschmiert werden. Und beim Heiligen Geist, der ist da in der Mitte der Öffnung, hier wurde die mit Seilen, mit diesen hölzernen Seilwinde wurde das Material aufgezogen. Und diese hölzerne Seilwinde stammt aus 1545. Das eine Seil geht rauf, das andere runter und so wurde das Material durch den Heiligen Geist transportiert. Ein Sparsarg. Kaiser Josef II., der führte in der Pestzeit den Sparsarg ein. Man hatte die Leichen hier hineingelegt. Und vor dem Grab hat man sie herausgenommen und beerdigt. Und der Sarg wurde immer wieder verwendet. Das war abgemauert. Das war abgemauert. Da hat der Mesner sein Hab und Gut und sein Bett drin gehabt. Und hier sieht man noch die Kegel von der Tür. Und da gingen die Seile runter und er konnte von seinem Schlafgemach Glocken läuten.